Einen wunderschönen guten Morgen. Heute begrüßen wir Dr. Stefan Friedrich mit Warum Ziele Quatsch sind und wie wir sie trotzdem erreichen. Die Kraft der inneren Ausrichtung als Gast zu unserem Autorenfrühstück. Dr. Med. Stefan Friedrich ist preisgekrönter Coach, Autor, Unternehmer und Sprecher. Er gründete die beliebte Plattform Gedankentanken, heute Greater, die den größten deutschsprachigen Speaking-Kanal bei YouTube betreibt, Events und Seminare veranstaltet sowie mit zahlreichen Experten Programme für Persönlichkeitsentwicklung, Leadership und Business entwickelt. Und zwar online und offline. Seit 2003 ist Stefan Friedrich als Trainer, Redner, Coach und Consultant tätig und schrieb mehrere Bestseller, die sich über 1 Million Mal verkauft haben. Seine Leidenschaft ist es, komplexe Zusammenhänge logisch, verständlich und unterhaltsam zu präsentieren und dadurch zu inspirieren und zu motivieren. In seinem aktuellen Werk greift Stefan die Themen Glück und Erfolg auf, geht auf die mächtigsten Glücksfallen ein und differenziert zwischen einem Leben, das von außen nach innen versus von innen nach außen gerichtet ist. Was genau es damit auf sich hat, darüber sprechen wir heute. Es ist mir eine große Ehre, lieber Stefan, die virtuelle Bestselling Authors Bühne auf Clubhouse mit dir zu teilen und ich freue mich riesig darauf, sinnbildlich oder auch im Sinne von Greater gesprochen, heute wieder neue Gedanken zu tanken. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal auch an dich und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön. Ja, du hast ja, wie ich finde, schon auch einen polarisierenden Titel für dein Buch gewählt und leitest mit folgenden Worten ein, ich zitiere: Eigentlich bräuchte das Leben einen Warnhinweis zu Risiken und Nebenwirkungen. Denn so sehr wir uns auch bemühen, die Dinge richtig zu machen, so oft gehen sie in die Hose. Und zwar dann, wenn wir das Falsche richtig machen. Was meinst du denn damit? Also da möchte ich am besten gleich da reingehen in ein Kapitel, welches ein bisschen später kommt. Und zwar heißt das Kapitel Bullshit Bingo. Warte mal, ich gehe da rein, weil das zeigt es, glaube ich, am ehesten, worum es mir geht. Wir sind nämlich in dieser ganzen Motivationswelt, sind wir in so vielen verschiedenen, nennen wir es mal, Memen gefangen, dass wir häufig gar nicht wissen, was jetzt richtig ist oder was nicht richtig ist. Warte mal, ich habe das gleich. Jetzt pass auf, Bullshit-Bingo, Seite 17. Merke, du musst flexibel bleiben, aber verbieg dich nicht. Du bist gut, wie du bist, werde trotzdem besser. Du kannst sein, wer du willst, also finde dich selbst. Nein, erschaffe dich selbst, sei dabei achtsam und nicht zu empfindlich. Nimm das Leben leicht, das Leben kann hart sein. Verlasse deine Komfortzone, aber beachte deine Grenzen, respektiere deine Gefühle und nimm dich selbst nicht zu ernst. Denke groß und bleib auf dem Teppich. Lebe wild und unersättlich und finde das richtige Maß. Kämpfe für deine Ziele, bis du sie erreicht hast. Manches soll aber einfach nicht sein. Gut ist gut genug, doch es geht immer besser. Pass dein Leben deinen Wünschen an und nimm alles, wie es kommt. Na, schon wirr im Kopf, ich auch. Reinstes Bullshit-Bingo. Und was ich damit meine, wir sind in dieser verantwortungsvollen Aufgabe, also wir Speaker, wir Performer, wir Trainer, Coaches und so weiter und so fort, dass wir ja Menschen sozusagen Lebensrezepte geben oder ihnen irgendwelche Hinweise. Und dass, wenn man die nicht in den richtigen Rahmen einpasst und wenn man sich nicht die Mühe macht zu differenzieren, dann führen die Menschen ganz leicht auf Abwege. Und mir war es seit Ewigkeiten ein Anliegen, sowas wie einen, nennen wir es mal, seriösen Ansatz zu finden, der all die verschiedenen Schattierungen irgendwie mit berücksichtigt und dann den Menschen einen inneren Kompass gibt, wie sie sich im Leben wirklich nach vorne bewegen können. Von meiner persönlichen Historie bin ich ja eigentlich Arzt und ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, Psychotherapie, Ausbildung und so weiter. Und man kann ja dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung von zwei Polen her betrachten. Das eine ist so dieses werde besser, höher, schneller, weiter. Ja, also ich mag das, ich finde das total super. Aber es gibt auch diesen anderen Pol, das ist dieses, du hast irgendwo eine Macke, irgendwo eine Persönlichkeitsschrulle oder vielleicht irgendeine psychische Störung oder irgendwas, was schwierig im Leben. Und man muss eben gucken, an welcher Stelle man was wie anwendet, weil das kann total sein, dass Menschen irgendwas mit sich rumschleppen, ein Knoten, irgendwelches Dinge nicht funktionieren oder eine schiefe Sichtweise. Und dann pushen wir Menschen mit so Motivationssprüchen und das geht dann nach hinten los. Also der tollste Spruch, das tollste Coaching kann im falschen Rahmen fatal sein.
Ja, sehr, sehr spannend. Und du hast gerade gesagt, die eine Seite ist eben dieses Werde besser, höher, schneller, weiter. Und das andere ist diese Macke, von der du gesprochen hast. Auf diese Macke möchte ich zunächst gerne erstmal schauen. Irgendwas war vielleicht schwierig und ähnliches. Ist es nicht so, dass wir im Grunde genommen alle eine Macke mitbringen? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Tatsächlich eine Frage, die mich am Anfang meiner, nennen wir es mal, Coach-Karriere wirklich stark beschäftigt hat, weil ich aus so einem sehr psychotherapeutischen Denken gekommen bin. Weißt du, also in der Psychiatrie oder Psychotherapie ist so, dass alles, was irgendwie auffällig ist, wird gleich in so eine Art Störung reingeklustert. Ja? Also jemand ist irgendwie selbstbewusst und laut und hat eine Idee. Und der Psychiater denkt mal, ui, der ist manisch, ja, oder der ist ein Narzisst oder sowas. Und das war für mich so, dass ich in meinem, nennen wir es mal, dritten Lebensjahrzehnt, also die Zeit, wo ich Medizin studiert habe, anfing da in diesem Fach zu arbeiten, wirklich so dieses Denken beigebracht bekommen habe. Also das kam in meiner aktiven Psychiatriezeit vor. Du bist abends unterwegs, ich war Single, lernst ein nettes Mädel kennen, die ist irgendwie eloquent und lustig und sowas. Und ich denke mir, ui, braucht die eine Prise Lithium? Ist das nicht zu viel? Ja, oder jemand ist irgendwie erzählt über was Trauriges. Und ich denke, ui, ist depressiv. Ne? Es ist so, also alle Menschen sind verrückt, sagt der Psychiater. Man muss irgendwann mal merken, so, wo ist so ein Cut-off zwischen den gesunden Verrückten und den nicht gesunden Verrückten und was hat einen Krankheitswert. Das ist auch etwas, wenn man sich mit so Psychos, Psychologen allgemein beschäftigt, dass die häufig so ein bisschen komisch wirken, weil die halt Menschen seltsam finden. Also klar, weil halt auch Menschen mit Störungen oder mit Problemen zu ihnen kommen. Und jetzt gibt es hier einen pathologischen Rahmen und es gibt einen gesunden Rahmen. Und beim pathologischen Rahmen musst du eben mit Therapie kommen oder mit Beratung oder mit Begleitung und so weiter und so fort. Aber die allermeisten Menschen, die sind nicht psychisch auffällig oder haben eine psychische Störung, die sind gesund. Und die brauchen nicht Betüttelung durch einen Psychologen, sondern die brauchen Hinweise, da und da geht's hin im Leben. Und wenn du diesen Cut-off machst, dieses, hat das jetzt Krankheitswert, ja oder nein, dann darf man sagen, dass wir alle unsere Macken mit uns herumschleppen, alle unsere Persönlichkeitseigenarten, alle so ein bisschen schräg sind, ne, auf unsere sehr gesunde Art und Weise. Und dass darin dann eigentlich auch die Stärke unserer Persönlichkeit liegt, also in der Unterschiedlichkeit. Darin, dass wir uns spüren, dass wir unterschiedlich sind, dass wir uns erkennen, und dann auf diesem Weg in dieser gesunden Welt auch wirklich genau das aus uns machen sollten, was wir sind, wer wir sind. Und ab der Stelle wird es schon wieder sehr schräg und sehr einfach mit diesen ganzen so geht dies und so geht jenes Erfolgsrezepten, weil Erfolgsrezepte einfach für jeden Menschen etwas höchst Individuelles sind. Ja, durchaus. Und wenn wir das übertragen, so ein Stück weit aus der Kommunikation, da heißt es ja zum Beispiel auch, die Störung ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und du hast gerade so schön gesagt, so diese Grundannahme aus der Psychiatrie vielleicht auch betrachtet, alle Menschen oder Psychotherapeuten, alle Menschen sind verrückt. Ich finde den Begriff gar nicht so verkehrt, wenn wir draufschauen und das vielleicht auch so ein bisschen zerpflücken, so nach dem Motto verrückt. Das heißt, wenn wir von der Annahme ausgehen, dass erstmal ein Neugeborenes sozusagen vollkommen in seiner Vollkommenheit auf diese Welt kommt. Und dann haben wir ja ganz viel, was von außen eben gesellschaftlich durch die, also einmal ist da die Bindung zu den Eltern, dann ist das aber nicht mehr im direkten Umfeld, sondern es erweitert sich ja immer weiter durch zum Beispiel die Kita oder Schule. Und da gibt es ganz, ganz viele Korsette, die uns eben verschiedene Dinge ja auch predigen. Du hast es vorhin ja schon auch eben mit angerissen. Und wir werden irgendwie zunehmend in so einer Welt groß, werde besser, höher, schneller, weiter. Und du hast gesagt, ein Stück weit auch diese Klarheit für sich. Aber wie komme ich denn dahin oder wie kann ich das denn erkennen oder wie realisiere ich überhaupt, dass ich in so einer Welt unterwegs bin und dass es vielleicht gar nicht das ist, was ich möchte? Total spannender Punkt. Auch hier muss ich nochmal ganz kurz einen Sidestep machen, weil es tatsächlich so, dass wir in einer sehr genormten Welt groß werden. Also man steht um so und so viel Uhr auf, man hat das und das zu lernen, man hat die und die Qualifikationen zu erreichen und dann kommt man sehr schnell rein. Und noch um nochmal die Klammer mit der Psychiatrie zu schließen, also der Psychiater, der Psychotherapeut, zu dem kommen Menschen häufig in akuten Krisen und der Sinn von so einer Krisenintervention oder einer Therapie ist nicht irgendwie die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln oder die Menschen besser zu machen, sondern ist erstmal Stabilisierung. Also du
kommst morgens nicht aus dem Bett, deine Ehe ist furchtbar, alles ist ganz schlimm, ja, dann ist der erste Schritt des Psychiaters erstmal, ich gebe dir mal so ein paar Pillen oder wir machen mal Gespräche, damit du wieder so halbwegs funktionierst. Also das Wegmachen von Macken sozusagen, das Wegmachen von Störungen. Und jetzt wird's interessant, weil wenn du ein anderes Denkmodell hast, dann könnte sein, dass du auch eine Störung deswegen hast, weil du dich überangepasst hast, weil du zu sehr etwas tust, was dir selber nicht entspricht. Und damit dann zu deiner Frage, wir Menschen, wir wollen ganz viele Ziele erreichen. Body Mass Index, Einkommen, Schulnoten, Karrierestufen in einer bestimmten Stadt. Wir brauchen Quality Time mit unseren Lieben und so weiter und so fort. Und das geht häufig in so eine Art Hamsterrad über. Also wir hetzen dann irgendwann mal durch unser Leben und meinen, wir müssen auch dieses erreichen und das und das und das und das. Und vielen Menschen geht es so, dass sie merken, sie sind nur noch beschäftigt. Also das geht immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und das fühlt sich dann irgendwann hohl an. Und wenn man genau hinguckt, dann merkt man, dass solche Menschen häufig gar keine Zeit mehr für sich selber haben, das Leben nicht mehr wirklich genießen, sich irgendwie durchhaltend fühlen, ja. Und dann im Jahresurlaub wird alles besser. Oder wenn ich in Rente bin, wird alles besser. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, wird alles besser. Wenn ich endlich die nächste Stelle habe, wird alles besser. Wenn ich endlich die und die Einkommensstufen habe oder die, was weiß ich, das Traumhaus, Traumkörper, Millionen auf dem Konto. Und jetzt sind wir in so einer, ja, das ist wie so ein Durchlauferhitzer in unserem Leben. Also wir hetzen so durch die Gegend und dann belächeln wir so Menschen, die sagen, komm, chill mal, komm mal runter, finde dich selbst. Ne? Also gerade so hier Clubhouse, die Runde, wenn ich das angucke, hier sind ja lauter Performer anwesend. Das sind ja alles Menschen, die im Leben erfolgreich sind, die was gerissen haben. Und wenn ich jetzt aber in so eine Welt hineintauche, dann merke ich, dass ganz viele sich sehr stark über so äußere Ziele definieren. Also sie wollen irgendwas immer erstreben, erreichen. So wie ich bin ich nicht gut genug. Und das wird sehr, sehr schnell hohl. Und ich habe dazu so ein Modell entwickelt, das ist mir vor ein paar Jahren, also dieses Thema arbeitet jetzt seit zehn Jahren in mir. Also wie gesagt, ich komme aus dieser Psychotherapiewelt, aus dieser Mackenwelt, aus dieser Störungswelt und dann bin ich in diese Erfolgswelt und dachte, mein Gott, die muss man doch verbinden, das ist doch toll. Also wenn man so Coaching macht, ein Erfolgscoaching und sowas, viele dieser Gedanken helfen auch therapeutischen Patienten sozusagen, aber eben auch andersherum. Und ich kann mich an ein Seminar erinnern, was ich vor ziemlich genau 10 Jahren gehalten habe. Das war eine Ärztefortbildung, ich war da als Motivationstrainer gebucht und es war so eine nette kleine 20er-Gruppe, die haben da alle so ihre Fortbildungspunkte bekommen, wie das Ärzte halt so machen müssen, von Zeit zu Zeit Fortbildungspunkte einsammeln. Und 19 Teilnehmer hatten echt Spaß und einer saß in der letzten Reihe und der hatte keinen Bock, ganz offensichtlich. Der hat SMS gemacht, der hat E-Mails beantwortet, der ging einmal sogar ans Telefon, als geläutet hat, mitten im Seminar. Und mir wurde das irgendwann mal zu blöd und ich sagte, also ich bin ein sehr Laissez-faire-Trainer, mir ist es im Prinzip wurscht, ob die Leute, was die machen, es soll jeder machen, was er will. Ja. Und dann wurde das echt störend. Dann sage ich, entschuldigen Sie, was machen Sie denn hier eigentlich? Also so richtig, was tust du hier? Und dann sagte, ja, ich soll mich nicht stören lassen und sei nicht persönlich gemeint, aber das Seminar sei halt so inhaltlich nicht wirklich was für ihn. Und er werde das leiser tun. Und dann sage ich, nee, was machen Sie hier? Sie sind ein erwachsener Mensch. Wie alt sind Sie? Der war 46, ja. Wie alt sind Sie denn? 46? Was macht ein erwachsener 46-jähriger Mensch? Wieso verbringen Sie einen Tag mit Menschen oder bei einem Thema, wo sie ganz offensichtlich nicht sein wollen? Das passt doch nicht. Und dann guckt er mich an wie so ein, oh, was will der? Ja, ist doch klar, warum er hier ist, wegen der Fortbildungspunkte. Die braucht er schließlich, weil sein Job so stressig ist und das Seminar hat gerade gut gepasst und wegen der Punkte. Entschuldigung. Wenn der Job so stressig ist und wenn das alles so ganz furchtbar ist, was machen sie denn? Jetzt stellt er sich heraus, dass der Oberarzt war in einer Uniklinik in der Anästhesie und einfach total viel zu tun hatte, wie das halt viele Ärzte so haben. Also nichts Neues, nichts Ungewöhnliches. Aber der hat offensichtlich, fand er das blöd. Und da sage ich, ja, aber warum wollen sie denn dann an der Uni sein? Warum wollen sie denn da bleiben? Da sagt er, guckt er mich wieder an, wie so ein Mondkalb, sagt, ja, ist ja doch klar, warum man an der Uni ist. Um Professor zu werden. Da sage ich, Mensch, Sie sind 46, das ist schon ein bisschen spät, um noch nicht Professor zu sein, geht doch nicht. Und dann wurde der so ein bisschen biestig. Ja, was soll der machen? Und dann müsste er die ganze Zeit auch forschen und dann muss er die Studenten betreuen und dann muss er mit viel Wissenschaft machen, aber er hat so viel zu tun. Da sage ich, okay, passen Sie auf, damit ich es verstehe. Also Sie müssten forschen, publizieren und so weiter und so fort. Was tun Sie denn stattdessen? Und dann fing der an, über die Arbeit zu schimpfen, was er alles macht. Und dann fragte ich nochmal, ja, aber
Wozu wollen Sie denn Professor werden? Offensichtlich das, was Sie als Ziel erreichen wollen und das, was Sie tagtäglich machen, das klappt ja offensichtlich nicht. Es geht ja in unterschiedliche Richtungen. Wozu wollen Sie denn Professor werden? Und dann, liebe Jasmin, fing der an zu schimpfen. Ich hasse die Uni. Ich kann keine Studenten mehr sehen. Die Wissenschaft geht mir auf die Nerven. Und bäh, 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 bäh. Ich will endlich meinen Professorentitel haben, damit ich endlich aus der Scheiß-Uni rausgehen kann. Damit ich mich endlich mit meiner Privatpraxis selbstständig machen kann. Damit ich endlich privat höherpreisig abbrechen kann. Damit ich endlich mehr Geld verdiene und damit ich endlich weniger arbeiten muss. Und der ganze Raum schwieg betroffen, guckte den an und sagte, was für eine arme Situation. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, so richtig an einem plastischen Menschen, ja, wie sehr man sich im Leben in eine Sackgasse manövrieren kann mit seinen persönlichen Zielen. Es gibt so viele Leute, die ähnlich ticken im Management oder ob das als Mama ist, ist das als, was weiß ich, in der Schulpflegschaft, als Menschen engagieren sich überall und halten ganz häufig einfach nur durch. Und dann herauskam an dem Tag im Prinzip, ich habe dann ein kleines Positionierungs- und Marketing-Coaching mit dem Mann gemacht, habe gesagt, du musst überhaupt nicht Professor werden, um deine eigene Praxis aufzumachen. Du fischst nur in deinen eigenen Gedanken, du hast nur so Unitypen um dich rum, geh mal raus, werd mal pfiffig, denk mal unternehmerisch und so. Also ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber seitdem beschäftigt mich dieses Thema Ziele extrem. Und da bin ich so ein bisschen sensibel dafür, dass Menschen falschen Lebenszielen hinterherhecheln, weil sie glauben, sie müssten irgendetwas erreichen, um dann irgendetwas zu bekommen, um dann irgendetwas zu sein, damit ihnen dann eines Tages gut geht. Und das ist fatal. Ein schönes Beispiel und ja, spiegelt ein Stück weit auch wider, was wir ja auch in der Gesellschaft immer wieder auch erleben, auch im eigenen Umfeld häufig erleben. Auch dieses wird viel genörgelt auf hohem Niveau vielleicht auch und dann letztendlich aber eben doch keine Veränderung. Und diese ja, diese falschen Lebensziele, so wie du es gerade bezeichnet hast, weil sie eben von außen möglicherweise kommen oder weil wir gar nicht realisieren, dass es eben nicht das ist, was ich eigentlich tatsächlich möchte, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und letztlich, du hast vorhin den inneren Kompass angesprochen. Wie gelingt es mir denn da eben drauf zu schauen oder diesen für mich auch zu entdecken oder zu realisieren, was ich denn tatsächlich auch möchte? Also ich habe da folgendes Kompassmodell entwickelt. Das hat drei Kompassnadeln, eine Zielkompassnadel, eine Wegkompassnadel und eine Sinnkompassnadel. Also gehen wir mal so eine typische Zielformulierung an. Also wir Erfolgsmenschen haben ja so alle möglichen Modelle entwickelt oder benutzen die. Also Ziele müssen smart sein oder wie auch. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich will 5 Kilo abnehmen. Jeder weiß, wie es geht. Ne? Weniger Zucker, weniger Fett, bisschen mehr bewegen, bisschen mehr Grünzeug, bisschen mehr Sport, nicht so viel Alkohol saufen. Ja? Und wie gehen wir sowas meistens an? Es ist völlig normal. Menschen haben das Gefühl, sie sind zu dick. Also machen sie eine Diät. Und jetzt geht's los. Sie formulieren das so als Projekt. Okay, also ich muss so und so viel Kilo abnehmen bis zum so und so vielten Bikini-Figur, weiß der Geier irgendwas. -1 Kilo, -2, man reißt sich zusammen, man verändert sein Verhalten, ja. Also die Pizza ruft, iss mich, und wir sagen, nein, ich halte durch. Glas Wein ruft, trink mich, und wir sagen, nein, 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 nein. Und wir haben so Erfolg für Erfolg. -1 Kilo, -2, -3, -4, -5. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ziel. Was ist das Problem? Jetzt ruft die Pizza immer noch, iss mich. Und wir folgen dem Ruf, weil wir haben es ja geschafft. Wir sind ja am Ziel. -5 Kilo ist ja geschafft. Nur aus einem Mal werden 2 Mal, werden 10 Mal, 20 Mal. Aus -5 Kilo wird +6. Hallo-Jojo-Effekt. Und wir sind dann am Ziel gewesen, aber sind dann wieder gescheitert. Genau so läuft es bei unheimlich vielen Menschen, wenn sie sich Ziele setzen. Also sie definieren Ziele immer nur als kurzfristige Durchhalteprojekte. Dabei ist die eigentliche Frage eine ganz andere. Die Frage müsste doch sein, was für ein Mensch muss ich werden, damit ich schlank bin oder dass ich nicht ständig Diäten machen muss oder dass ich nicht ständig irgendwie etwas mühsam erstreben, erkämpfen muss. Und dann ist die Antwort eigentlich ganz einfach. Ich muss ein Mann oder Mensch werden, der es nicht mag, wenn der Gürtel spannt, ja, der aufhört zu essen, wenn er satt ist und nicht erst, wenn der Teller leer ist, der merkt, dass Bewegen gut tut und wie viel davon, ohne dass er dafür eine Fitness-App braucht, weil der Körper sowieso signalisiert, hey, jetzt beweg mich mal. Ja. Also wir müssen sozusagen ein anderer Mensch werden.
haben aber vor lauter Zielen und vor lauter Gewusel im Alltag keine Zeit, das zu spüren. Würden wir zu so einem Menschen, wäre ein gesundes Gewicht vollkommen normal, übrigens unabhängig davon, ob das jetzt eine Bikini-Figur ist oder nicht, weil wir alle so logischerweise unterschiedliche Körper haben. Jetzt Achtung, also Wegkompassnadel, was für ein Mensch muss ich werden, wie muss ich mich ernähren, wie muss ich mich spüren und dann die langfristigen Verhaltensveränderungen ist dann, naja, ich bewege mich freiwillig, ich esse gerne anstatt der Pommes mal nur Grünzeug dazu. Also das geht ja meistens nur um langfristige Verhaltensmodifikationen, die gar nicht so krass sein müssen, um jetzt zum Beispiel an der Gewichtsschraube zu drehen. Also Zielkompassnadel minus 5 Kilo, Wegkompassnadel, was muss ich dauerhaft tun, wie muss ich dauerhaft leben sozusagen. Jetzt aber Achtung, wenn man jetzt sagt, der Weg ist das Ziel, also das dauerhafte Verhalten, dann frage ich mich doch, warum zum Teufel machen wir das denn nicht, wenn wir es doch alle wissen? Und jetzt wird es ganz spannend. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, warum wollen wir denn 5 Kilo abnehmen? Warum überhaupt? Und jetzt merken wir, dass dahinter häufig ganz andere Motive stecken. Also ich fühle mich nicht schön oder ich möchte meine Bikini-Figur haben oder ich esse, um mich zu trösten oder ich esse, um stresslos zu werden oder ich esse, um zu kontrollieren. Es gibt Menschen, die brauchen das unbedingt, dass ihre Kalorien zählen, die sekundären Pflanzenstoffen, die Punkte bei Weight Watchers oder sowas. Und auf einmal geht es um was völlig anderes. Jetzt müsste man sich eigentlich den Motiven dahinter stellen. Warum isst du denn? Und jetzt wird es auf einmal ziemlich divers. Ja, also manche essen aus Frust. Die sind in einer scheiß Beziehung. Die fühlen sich nicht geliebt. Oder die haben Probleme mit ihrem Körper. Die sind einsam und wollen eine Bikini-Figur, weil sie mit der Bikini-Figur im Urlaub irgendjemanden abschleppen wollen und so weiter. Und spätestens jetzt ist auch nicht mehr der Weg das Ziel. Jetzt ist das Ziel nur noch im Weg. Und daraus ist ein Modell entstanden, das nenne ich den Ziele-Kompass. Der hat diese drei Kompassnadeln, Ziel, Weg und Sinn. Und wir sind dann kongruent in dem, was wir tun und erreichen auch, was wir tun, wenn diese drei Kompassnadeln in die gleiche Richtung gehen, statt wie so häufig in unterschiedliche. Und zwar in der Reihenfolge zuerst Sinn klären. Also sortier dein Leben, warum willst du schön sein? Wenn Essen schmeckt, dann genieß es doch. Also erstmal so, wozu überhaupt, ne? Wenn ich dann daraus ein Verhalten ableite, okay, also das steckt dahinter. Wie kann ich mich denn dauerhaft konditionieren, dass ich das tue, wo mein Sinn hingeht, dann erreiche ich auf diesem Weg auch Ziele. Und das ist ein Modell, mit dem ich im Coaching jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich arbeite. Also es ist ganz egal, was du für Ziele hast. Ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit Selbstständigen, mit KMU, mit Unternehmern, mit Führungskräften. Und jeder weiß, was er zu tun hat. Der Selbstständige, ich will einen Podcast machen, ich will ein Buch schreiben, ich muss skalieren, bla blub. Und dann sprichst du über den Sinn, sagst einfach, bist du jemand, der überhaupt gerne schreibt? Nö. Warum willst du dann ein Buch schreiben? Ja, macht man doch. Ne? Oder bist du jemand, der überhaupt sich so diszipliniert, dass er einen Podcast haben möchte und das dauerhaft machen möchte? Ist dir klar, dass das heißt regelmäßig, dauerhaft Content? Und dann merkst du schon relativ schnell, dass viele von diesen Pflichten überhaupt nicht zur bestimmten Persönlichkeit passen. Oder auch andersrum. Also, dass man sagt, ja, das ist voll dein Ding und warum verbrätst du so viel Zeit mit anderen Sachen? Und wenn man sich mit dieser Sinnkompassnadel einmal ausgerichtet hat und sagt, ja, so bin ich, das entspricht mir, das finde ich total super. Und dann sagt, ja gut, wenn du es super findest, dann mach's doch einfach genauso, wie du es super findest. Dann folgen daraus plötzlich Handlungen. Und die sind freiwillig und die sind leicht. Die machen den Menschen Spaß und die anderen Menschen merken, oh, die machen ja Spaß. Da kommt der positive Energie rüber. Und dann erreicht man entlang dieses Weges auch seine Ziele. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich habe eine tolle Idee, ich mache genau das gleiche wie Jasmin. Ja? Ich mache jetzt das Autorenfrühstück und zwar immer und zwar 514 Folgen. Ja, ich würde wahnsinnig werden, ja, weil das nicht mein Thema ist. Jetzt könnte ich mich noch so sehr nach Zielen orientieren, sagen, ich muss jetzt hier täglich, wöchentlich so viele Sachen machen, genauso wie die Jasmin. Und trotzdem, also ich würde versuchen, dich, im NLP nennt man das Modeling of Excellence, ich würde versuchen, dich zu kopieren, würde das aber jeden Tag als Arbeit empfinden, jeden Tag als lästige, anstrengende Pflicht. Und genau dabei würde ich mich selbst verlieren. Und das, was für dich jetzt ein Erfolgsmodell ist, wäre für mich überhaupt keins. Und deswegen bin ich so sehr darauf aus,
diese inneren Motive von Menschen herauszufinden oder ihnen zu spiegeln und zu sagen, hey, wer bist denn du eigentlich und was entspricht dir? Weil Erfolg soll und darf und kann total leicht sein, kann richtig viel Spaß machen und hat überhaupt nichts mit Kämpfen zu tun. Das hat eher was mit Spielen zu tun. Das hat eher was mit Genuss, mit Leidenschaft zu tun. Und wenn man Menschen anguckt, die wirklich aus sich heraus glücklich und erfolgreich sind und kongruent tun, was sie tun, wie sie es tun, die es lieben, die müssen sich nicht mit Motivationssprüchen, Durchhalteparolen oder Ähnlichem pushen, sondern sich einfach nur innerlich orientieren. Und das ist interessant. Dann sein, wer sie sind. Und dann erreichen sie Ziele sowieso. Das heißt, also, sie brauchen auch nicht diese großen Ziele, diese großen Visionen, sondern sie müssen einfach nur sein, wer sie sind. Ja, wunderbar. Sehr, sehr nachvollziehbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und das ist ja jetzt dann so auch so aus einem ganz konkreten Beispiel sozusagen. Lass uns das mal ein bisschen vergrößern. Du greifst ja dann auch ein Stück weit das Lebensrad auch in deinem Buch mit auf. Macht es dann Sinn, sich dann, vielleicht magst du das Lebensrad auch nochmal kurz erläutern und da auch nochmal Einblicke geben. Macht es dann Sinn, in diesem Sinne dann auch tatsächlich eben sich verschiedene Felder des Lebens auch nochmal genauer anzuschauen? Ups, jetzt habe ich den Knopf hier nicht gefunden. Ja, definitiv. Und zwar das Lebensrad ist natürlich so ein Modell, welches uns ermöglicht, ob wir insgesamt ein rundes Leben führen. Also für alle, die das Modell noch nicht kennen, stell dir ein Rad vor, das hat verschiedene Speichen, wie so ein Fahrrad. Und die 8 Speichen des Lebensrates sind das in Beziehungen, das ist das soziale Umfeld, das ist die berufliche Situation, die Finanzen, die Gesundheit, nennen wir es mal die geistige Fitness, die Seele und Lebenslust. Ne? So, und jetzt stell dir mal vor, geh mal jeden einzelnen Bereich durch und gib dir mal so einen Wert zwischen 1 und 10, sage ich mal, 10 maximal, 1 minimal. Also, führst du gute Beziehungen, ne? Also in denen ihr einander liebt, schätzt, schützt, stützt, vertraut und sowas, wie ausgeprägt ist das? Das kann jetzt privat sein, Familie bezogen oder Partnerschaft, ob du eine hast oder nicht. Und jetzt merkt man, man ist irgendwo auf dieser Skala von bis. Soziales Umfeld, 2. Speiche. Hast du Menschen um dich herum, die dich inspirieren, die dir gut tun, die dich weiterbringen und sowas. 3. Speiche, berufliche Situation. Hast du Bock auf deinen Job? Stehst du auf, gehst du freiwillig zur Arbeit oder musst du kämpfen? 4. Speiche, Finanzen. Was machen die? Kämpfst du jeden Monat um deine Finanzen? Ist es anstrengend oder sagst du, kein Thema, Geld irgendwie klappt? So, oder ich bin reich. 5. Speiche, wie gesund bist du und wie fit bist du? 6. Speiche, geistige Fitness. Schnallst du, was da draußen in der Welt passiert? Denkst du dich gerne in Neues rein? Interessiert dich die Welt? 7. Speiche, wie geht's deiner Seele? Also bist du glücklich, gelassen, ausgeglichen? Kennst du deine Stärken und so? Und die 6. Speiche, Lebenslust. Hast du Zeit für dich selbst? Tust du, was dich glücklich macht? Sprich, führst du ein geiles Leben? Und jetzt kannst du 2 Dinge bemerken. Erstes, was du bemerkst, ganz häufig sind so ein paar Speichen bei Menschen nicht so wirklich ausgeprägt. Ne? Also da ist vieles irgendwie auf 8, 9, 10, aber Thema Geld ist eine 2. Oder alles funktioniert, aber Thema Lebenslust eine 2 oder eine 3. Ne? Also wenn du das als so ein Rad betrachtest, dann hat dieses Rad eine Delle und dann ruckelt das und dann fühlt man sich irgendwie blöd. Ne? Oder aber man merkt, ja, mein Rad ist vielleicht einigermaßen ausgeglichen, aber die Speichen sind nicht so groß. Überall eine 5 oder eine 6. Ne? Also kann man sich fragen, wie schaffe ich es, die Speichen dieses Lebensrades in allen Bereichen größer zu machen? Und wenn wir da ganz ehrlich sind und das systematisch immer mal wieder diese Reflexionsübungen machen, dann merken wir, eigentlich gibt es immer so wirklich so einen Wachstumsbedarf im Leben, aber der ist häufig nicht da, wo wir gerade beschäftigt sind. Also ich habe die neue Führungsposition, ich habe das neue spannende Projekt, blablabla. So, das ist nur die Speiche Beruf. Nur die Speiche Beruf. Alle anderen sind egal. Und dann ist man erfolgreich beim Projekt. Dann kommt das nächste Projekt. Und plötzlich fängt an, die Ehe zu kriseln. Oder die Kinder gucken einen nicht mehr an. Oder der Körper fängt an zu zicken, weil man beim stressigen Projekt zu viel ist oder sich zu wenig bewegt oder so, ne? Und deswegen, also das ist meine tiefe Überzeugung, dass wenn wir es hinbekommen, diese Speichen einigermaßen ausgeglichen zu gestalten, dass wir dann ein sehr rundes Leben führen und in der Summe erfolgreicheres Leben führen, als wenn wir uns auf 1, 2 Bereiche konzentrieren und dort Vollgas geben. Und das ist lustigerweise auch meine klinische Erfahrung noch von damals. Also ich glaube auch, dass sehr viele Krankheiten, sehr viele
Todesfälle, auch sehr viel Leid, Familienleid, familiäres Leid, verhindert werden kann, wenn Menschen ein ausgeglichenes Leben insgesamt führen. Und Vorsicht, ich meine damit jetzt nicht dieses, du musst immer in Balance sein, es muss alles immer voll ausbalanciert sein, weil das funktioniert auch nicht, wenn Menschen versuchen, immer nur in Balance zu sein. Und jetzt habe ich aber 2 Stunden Gas gegeben, jetzt brauche ich eine Pause, ja, da reißt denn nichts im Leben. Also viele dieser Motive aus dem Lebensrat, die dürfen und sollten auch abwechselnd drankommen. Ja, also es gibt durchaus Phasen, wo man mal leidenschaftlich etwas machen darf und sich so nur so 1, 2, 3 Bereichen widmen kann, wenn es insgesamt stimmt. Und wenn du das als System betrachtest, dann hat eigentlich jeder Mensch ziemlich viele Aufgaben, sich diese Sinnfragen zu stellen. Also wo ist meine Sinnkompassnadel? Im Bereich Seele. Wo zwickt's denn? Wo finde ich denn meine innere Stimme? Wann höre ich denn mal wieder auf meine Intuition? Oder scheiße, alles läuft, aber ich habe keine Zeit. So, was ist deine Sinnkompassnadel? Du hast keine Zeit. Wieso hast denn du keine Zeit? Du hast wie alle anderen 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Überleg doch mal, ja? Und dann wird's insgesamt architektonisch rund, ohne dass ich aber sagen muss, du brauchst dafür ein Ziel, ja? Sondern das ist eine Sache, die sehr von innen nach außen funktioniert. Das ist wirklich sehr spannend und du hast vorhin kurz den Begriff Vision mit aufgegriffen und hast gesagt, wenn ich auf diese Bereiche zum Beispiel auch gucke, dann brauche ich im Grunde genommen keine Vision. Lass uns doch da nochmal genauer drauf schauen. Wie stehst du dazu? Also macht es Sinn, zum Beispiel sich das Lebensrad anzuschauen, in diesem Zusammenhang auch zu gucken, was ist dieses übergeordnete Dach sozusagen, also eine Vision zu haben, in welche Richtung es gehen soll, auch wieder im Kompass-Gedankenmodell zwar zu agieren, aber dennoch auch zu wissen, welche Richtung möchte ich denn einschlagen? Oder sagst du, das ist dann damit total hinfällig? Naja, also wer es mag, der darf gerne mit Visionen arbeiten, wenn die Visionen eben einem selbst entsprechen. Ich würde es mal eher umdrehen. Also anstatt zu sagen, wo ist das Dach oder wo ist die ferne Vision, würde ich sagen, was ist denn in mir angelegt? Also du bist ein Same, sag mal, du bist ein Same von einer bestimmten Pflanze. Und dann bist entweder ein Gänseblümchen, ein Baum oder eine Rose oder was weiß ich, ja. Der Rose ist es ziemlich egal, ob der hinterher schön blüht. Die Rose ist eine Rose, die hat die Aufgabe zu wachsen. So, fertig. Mehr ist es nicht. Also werde, was du tust. Und also ich kenne ja durchaus die einen oder anderen erfolgreichen Leute. Natürlich, die machen auch immer wieder Wünsche und Visionen und wollen was Tolles erreichen. Aber im Kern machen die einfach nur das, was sie sind, wer sie sind, wie sie sind. Und wenn man die dann hinterher fragt, sag mal, wie bist denn du so erfolgreich geworden? Dann sagen die ja, wie bin ich denn erfolgreich geworden? Ja, also ja, Vision hatte ich auch und ich hatte ein großes Ziel. Ja, stimmt, ich habe ein Ziel gehabt und dann habe ich mich da fokussiert und habe ich den Weg geplant und so weiter und so fort. Und dann denken sich die anderen, okay, also wenn ich jetzt auch eine Rose werden möchte, also wenn ich ein Gänseblümchen bin und ich will jetzt eine Rose werden, dann brauche ich jetzt auch ein großes Ziel und einen Plan und dann gebe ich Gas. Und so funktioniert's nicht, weil auch andere erfolgreiche Menschen, es gibt auch andere erfolgreiche Menschen, die nicht mit diesen großen Visionen arbeiten. Wie machen die das? Die sind halt einfach, der Unternehmer ist ein Unternehmer, der sucht immer Chancen, der sucht Geschäftsmöglichkeiten, der gute Berater, Verkäufer, blablub, ist ein guter Berater, Verkäufer. Also ein guter Berater, Verkäufer, nehmen wir mal, also ich weiß, manche finden das schwierig, jetzt beide Begriffe in einen gleichzusetzen, also sagen wir, ein beratender Verkäufer, so ist das schön, ja. Das ist jemand, der hat Interesse am Kunden, Interesse am Gegenüber, hört ihm zu und hat im Idealfall ein gutes Angebot. Ja, in dem Moment, wo der sagt, ich muss aber heute so und so viele Verkaufsabschlüsse tätigen, in dem Moment korrumpiert er seine eigentliche Tätigkeit, das Interesse am Gegenüber. Jetzt kann der für eine gewisse Zeit natürlich bestimmten Visionen hinterherhecheln und sagen, super, das und das und das brauche ich, um mich irgendwie zu, ich mache so und so viele Verkaufsabschlüsse, dann habe ich die und die Provision, davon kann ich mit der Familie einen Jahresurlaub fahren oder ich kann mir ein Haus mit Pool leisten irgendwann mal. Das korrumpiert alles das tagtägliche Handeln. Also den Schritt, den wir jetzt gerade im Moment machen müssen. Wir verschieben unser Glück, unseren Erfolg ständig auf die Zukunft. Manchen tut das gut, manche wollen das. Ne? Also viele ticken auch so. Ich kenne das bei mir selber auch. Ich bin auch ein sehr zielstrebiger Mensch. Ja? Augen zu und durch, was muss, das muss. Und wir geben Vollgas. Aber man merkt dann häufig gar nicht mehr, wie man sich verrennt, wie man in irgendwelchen Sackgassen landet, wie man innerlich hohl wird. Also Frage, Antwort, ich glaube,
dass es Visionen im eigentlichen Sinne gar nicht wirklich braucht. Und das sage ich jetzt aus einer Position, die so ein bisschen komfortabel ist, weil ich ja doch schon so ein paar Dinge in meinem Leben realisiert habe. Ja? Also ich habe Bücher geschrieben, ich habe zwei Ausbildungen gemacht, wir haben beruflich unheimlich viele Erfolge erzielt. Ich meine, wir hatten Barack Obama vor 15.000 Menschen in der Lanxess Arena. So, jetzt pass auf, warum, wie kam das zustande? Oder wie kommt das überhaupt zustande, dass man ein Event macht, Gedankentanken, Rednernächte oder jetzt das Greater Festival im Sommer? Wie kommt man auf die verrückte Idee, eine Vision zu haben, Menschen so viele zusammen zu bringen? Natürlich steckt dahinter sowas wie eine Vision. Ne? Die Vision ist aber nicht, ich mache meine Arbeit, Gedankentanken über viele Jahre hinweg, Greater, um zur Lanxess Arena zu kommen, sondern weil wir Speaking lieben, weil wir Experten eine Bühne geben wollen, weil der eigentliche Antrieb ist, Menschen sinnvolle Inhalte zur Verfügung zu stellen. Den YouTube-Kanal betreiben wir nicht, damit wir eine bestimmte Anzahl von Followern generieren, sondern weil wir die Tätigkeit lieben, Menschen eine Bühne zu bieten, andere Menschen zu inspirieren. Und entlang dieses Weges irrt man sich empor. Und dann ist irgendwann mal halt auch eine Lanxess Arena fällig. Also irgendwann mal, man kann ja gar nicht anders. Man stolpert sich sozusagen nach oben. Das ist wie ein Kind, was laufen lernt. Also klein Lisa läuft irgendwie, zieht sich hoch, fällt hin, tapst, stolpert, fällt. Ne? So, jetzt könnte man sagen, okay, ich habe eine Vision, Klein Lisa läuft. Und jetzt setze ich das in eine Zielformulierung. Klein Lisa muss bis zum 31.07. die 10 Meter in 8 Sekunden zurückgelegt haben. Das ist Bullshit. Klein Lisa lernt laufen sowieso, weil das in ihr als Programm angelegt ist. Ein Unternehmen, welches gesund ist, welches aus sich heraus wächst, was die richtigen Dinge tut, welches eine nicht Vision, sondern eine Identität hat und bereit ist, mit dieser Identität zu lernen und zu wachsen. Ja, so ein Unternehmen kann alles Mögliche erreichen. Ne? So, jetzt Achtung, operativ und strategisch ist es natürlich dann innerhalb eines Unternehmens schon sinnvoll, wenn man Menschen gemeinsam auf eine Vision einschwört. Wenn man sagt, okay, passt auf, wir wollen vielleicht eines Tages in die Lanxess Arena. Das verändert das Denken auf einer anderen Ebene schon. Aber es ist nicht das eigentliche Ziel, ist auch nicht der Zweck des Unternehmens, sondern es ist so eine Art operative Zwischenhilfe. Es ist eine kleine Orientierungshilfe unterwegs, hat aber eigentlich nichts mit dem Erfolg zu tun. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und es hört sich auch nach so viel Leichtigkeit in diesem Zusammenhang an. Letztlich sind ja aber viele Projekte auch eben zum Beispiel längerfristig angelegt. Es ist ein Weg auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Du hast vorhin schon gesagt, es ist nicht sowas wie Balance im Sinne von ständig im Gleichgewicht zu sein, sondern es gibt eben auch Zeiten, wo dann auch mal Vollgas gegeben werden darf, um gewisse Dinge auch zu erreichen oder in die Umsetzung zu überführen. Und gerade auf diesem Weg gibt es ja auch viele Momente des, wie man es auch immer bezeichnen möchte, Misserfolg, Missgeschicke, Scheitern, können auch unterschiedliche Kombinationen sein. Wie lässt sich denn damit umgehen und inwieweit gehört das für dich mit dazu? Es gehört immer mit dazu. Das ist einfach ein, also ich sehe Erfolg so, wir irren uns empor. Es gibt nicht den Erfolgsweg, sondern das ist immer nur ein, okay, du probierst es aus, es klappt, vielleicht hast du, wir gewinnen Kompetenzen entlang unseres Lebens. Nur dafür brauchst du ein klares innere eine Identität, wer du sein willst. Ne? Also ein Kind, was es laufen lernt, das stellt nicht in Frage, ob es laufen lernt oder nicht. Natürlich lernt es laufen. Ein Unternehmer, ein Verkäufer, eine Mama ist natürlich eine Mama. So und wird immer Fehler machen bei der Erziehung und wird das Kind mal nicht lesen und wird mal falsch reagieren. Aber mit der Zeit wird das immer ausdifferenzierter und immer besser werden. Aber in dem Moment, wo du verstehst, dass es sowieso nicht die perfekte Lösung gibt, in dem Moment wird alles leicht. Also es gibt nicht den einen Weg. Es gibt ganz viele individuelle Wege. Und je klarer du bei dir selber bist und weißt, okay, dir bleibt ja sowieso nichts anderes übrig, als vorwärts zu leben, rückwärts zu verstehen. Und das Leben ist und bleibt komplex und häufig chaotisch und häufig unplanbar. Das macht sehr viel innere Freiheit aus. Weil du kannst dann, wie man so schön sagt, mit dem Leben tanzen, im Moment leben. Du darfst dir erlauben zu scheitern. Du darfst dir erlauben,
auf die Fresse zu kriegen. Und das ist dann aber auch gar nicht schlimm, weil das sowieso jedem Menschen passiert. Und plötzlich hast du diesen ganzen neurotischen Quark nicht mehr. Dieses, oh, ich will aber dorthin, ich bin aber noch hier. Also bin ich schlecht, also bin ich klein. Ich brauche meinen Bikini-Körper. Ich habe noch nicht die Millionen auf dem Konto. Also bin ich noch nicht genug, ich bin noch nicht genug. Und jetzt kommen wir sehr stark in diesen Bereich, nennen wir es mal, innere psychische Gesundheit, Authentizität, seelische Gesundheit, Frieden mit sich selbst. Und das ist ja das, was wir alle haben wollen. Also viele glauben, ja, erst wenn ich das geschafft habe und jenes geschafft, dann bin ich ein toller Mensch. Aber das funktioniert ja genau andersrum. Also erst wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du dich wohlfühlst mit dir, dann ziehst du ja Erfolge an. Dann bist du ja jemand, der wirkt dann wie ein Magnet. Andere mögen dich plötzlich. Andere orientieren sich an dir. Andere finden dich charismatisch. Aber wenn ich mich frage, wie werde ich denn charismatisch? Oder wie werde ich denn erfolgreich? Dann hechel ich so einem Ziel im Äußeren hinterher. Aber ich kenne keinen einzigen, der erfolgreich ist und sich wohlfühlt mit sich und so weiter, der nicht schon häufig im Leben auf die Fresse gekriegt hat und dadurch ist. Also wir sind jetzt hier bei so klassischen, nennen wir es mal Krisenprozessen, ja? Also gehen wir nochmal zurück zu diesem Modell mit den drei Kompassnadeln. Eine ganz häufige Kompassnadelkonstellation ist zum Beispiel die Krise. Da stimmen Weg und Sinn und Ziel und die gehen alle in eine Richtung. Und dann passiert irgendwas im Leben. Also, ein Job klappt nicht oder eine Firma geht pleite oder man hat einen Unfall oder man kriegt eine Krankheit oder sowas. Oder man merkt, da hat eine große Veränderung stattgefunden. Und jetzt verschiebt sich die Sinnkompassnadel. Und weißt du, was die nennen wir es mal wieder, es ist so eine Worthülse, sorry dafür, die glücklichen und erfolgreichen Menschen, die schnallen, okay, Sinnkompassnadel hat sich verschoben, der Partner ist es nicht mehr, der Job ist es nicht mehr, die Stadt ist es nicht mehr, ich muss mich verändern. Und anstatt, dass man jetzt an den alten Verhaltensweisen und den alten Zielen klebt und sagt, ich muss da aber hin, was nur zu Leid führt, sagen die, okay, Sinnkompassnadel hat sich verschoben, ja, dann mache ich halt mal mit, ne? Und plötzlich hast du so eine innere Flexibilität. Das hat auch ein bisschen damit was zu tun, dass man das Leben wie so eine Art, nennen wir es mal, Spiel betrachtet oder wie so eine Art Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, also unabhängig von konkreten Ergebnissen. Und dann merkst du auf einmal, du kannst tanzen mit dem Leben. Du kannst dich auf Veränderungen einlassen. Ich spreche auch hier natürlich aus eigener Erfahrung. Weißt du, ich habe verschiedene Berufe gemacht, ich bin mehrmals umgezogen, ich habe mich verheiratet, habe mich scheiden lassen, die ganz normalen Dinge des Lebens. Du kannst die als Dramen betrachten, du kannst sagen, oh, es ist aber schlimm, jetzt meine Ehe ist gescheitert. Oder du sagst, okay, das waren jetzt schöne 10 Ehejahre und diese Ehe ging zu Ende und wir gehen jetzt weiter. Ne? So, Liebe entwickelt sich weiter aus, was weiß ich, aus Paarliebe, Beziehungsliebe wird Elternliebe. Ja? Oder wir haben eine Pandemie. Oh mein Gott, darf nicht sein, furchtbar. Die Politiker, alle Idioten und die Wissenschaftler und die Spindel und der Bill Gates, der will uns, was weiß ich, Chips implantieren. Ja, so reagieren Menschen, die sich zu wichtig nehmen, die zu sehr in ihrem Ego sind, die so zu sehr gefangen sind in dem, was sein sollte. Und die schließen aber von vornherein aus, dass das Leben etwas ständig Komplexes ist, etwas ständig sich Veränderndes, etwas ständig sich Weiterentwickelndes. Während wenn du sagst, okay, meine Aufgabe ist es eigentlich nur, in mir im Frieden zu sein. So gut es geht, mich mit mir selber wohlzufühlen. Und dann ist ziemlich egal, was da draußen passiert, weil mir geht's ja gut und ich brauche eigentlich gar nichts im Außen, damit es mir gut geht. Jetzt hast du den Nährboden, auf dem du dich in eine gesunde Richtung entwickeln kannst, wo immer die hingeht. Also jetzt bist du unabhängig von der äußeren Welt. Jetzt bist du unabhängig auch, dass du Frustrationen oder Misserfolge persönlich nimmst, weil sie gehören sowieso zum jedem Leben dazu. Wie ein Kind, was laufen lernt. Es wird immer scheitern, immer mal wieder hinfallen. Aber daraus erwächst jetzt diese innere Stärke, die innere Größe, die dich nicht nur erfolgreich macht, sondern die dich auch augenblicklich leicht macht und glücklich sein lässt. Ja, sehr, sehr nachvollziehbar und gleichzeitig gibt es ja dann auch diesen Aspekt, du hast ja vorhin von außen und von innen gesprochen zum Beispiel, es ist ja nicht so, dass dieses Genormte von außen verschwindet, sondern es ist ja nach wie vor da, auch hier braucht es ja einen gewissen Umgang damit.
Das heißt, von außen gibt es durchaus vielleicht Menschen, die immer wieder auch mit Erwartungen an mich herantreten oder genormte Dinge an mich herantragen, die eben gesellschaftlich vielleicht auch als selbstverständlich erachtet werden. Wie gelingt es denn da, hier sich in Anführungsstrichen, ist es eine Art Abschirmen oder gehst du da dann in den Austausch oder was ist da die Empfehlung oder der Tipp aus deiner Perspektive? Das ist ein Werteding. Also du musst für dich selber klären, was ist dir wichtig, was ist dir nicht wichtig. Übrigens, wenn es im Hintergrund ab und zu mal maunzt und so, das ist mein Hund, nicht wundern, der macht manchmal Geräusche. Das ist eine Wertefrage. Weißt du, nehmen wir mal so ein einfaches Beispiel. Produktivität. Wir alle wollen irgendwas erreichen. Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich funktioniere von meiner persönlichen Produktivität her sehr, sehr unabhängig. Also wenn du mich in ein Büro steckst oder mit großen Teams zusammenarbeiten lässt, dann macht mich das schier wahnsinnig, weil ich sehr eigenmotiviert immer dann die Dinge gerne machen möchte, die mich gerade interessieren und dabei dann lebensgeschichtlich auch ganz erfolgreich bin. Wenn ich sage, jetzt habe ich Lust, 5 Stunden zu schreiben, setze ich mich an den Schreibtisch und leg los. Wenn ich aber gleichzeitig 3 Team-Meetings habe und gedanklich in 3 andere Projekte eintauchen soll, wird das schwierig. Also, wenn ich jetzt meinem inneren Kompass, meinem Sinn folgen soll, müsste ich sagen, okay, passt auf, Leute, macht ihr mal schön Team und Organisation und Management, ich mache Kreativität. Und dann werden die motzen und sagen, aber Stefan, wir brauchen dich doch zum Meeting oder wir brauchen dich doch hier und da und bitte beantworte die E-Mail innerhalb der nächsten Stunde. Und wenn ich sage, pass auf, wenn du von mir willst, dass ich eine E-Mail innerhalb der nächsten Stunde beantworte, sage ich dir, ich beantworte dir gar keine E-Mail mehr. Ich beantworte E-Mails nur noch einmal pro Woche. Komm damit klar und ansonsten schmeiß mich aus deinem System. Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass dein System funktioniert. Hier sind meine Eckpfeiler, so funktioniere ich. Friss es oder zieh weiter. Das ist jetzt ziemlich hart. Ja? Ich funktioniere übrigens wirklich so. Ich habe so eine persönliche Produktivitätsgleichung, die ich auch im Buch erläutere. Für mich ist Produktivität Handlung mal Energie mal Richtung mal Zeit durch Ablenkung. Oder ich sage gerne durch Gedöns. Für mich zum Beispiel stelle ich fest, vieles von dem, was wir als sozial genormt betrachten, also du brauchst ein Teammeeting, du musst dich abstimmen, du musst gleich eine E-Mail beantworten, du musst deine physische Post einmal täglich öffnen, ist für mich einfach nur ein Produktivitätskiller. Das ist für mich Gedöns, ist Ablenkung, bringt mich von mir selber weg. Und dann sage ich, liebe Leute, hier habe ich meinen Assistenten, das ist der Aki, der öffnet die Post, wenn es sein muss, der antwortet für dich, beantwortet E-Mails, aber ich will den auch nicht jeden Tag sehen, sondern nur dann, wenn ich Lust darauf habe. Und interessant ist, wenn man so radikal seinen Weg geht oder auch Management. Ich habe das Management aller Unternehmen, die ich habe, einfach abgegeben. Also nicht einfach abgegeben, hat es eine Weile gedauert, bis es funktioniert hat. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Und dann merke ich auf einmal, oh, alles klar, in dieser Ruhe bin ich komplett ich selbst. Und jetzt kann ich das machen, was mir entspricht. Also muss nicht jedem anderen entsprechen. Bei mir zum Beispiel erst erschaffen, dann verwalten. Eine ganz klare Prioritätengeschichte. Wenn ich das meinem Umfeld so vermittle, wenn ich denen das erkläre und eine Weile konsistent in die Richtung laufe, dann erziehe ich die anderen auch. Und dann wissen die, der Stefan, der tickt so und so, der meint das nicht böse, der ist einfach so. Und auf einmal merkst du, oh, jetzt kommt wieder die kreative Kraft. Auf einmal, jetzt kommt wieder das, was dich innerlich antreibt. Das kann bei anderen völlig anders aussehen. Es gibt Menschen, und das ist total wichtig und total wertvoll, die lieben und brauchen Administration. Deren Lebensaufgabe ist es, Aufgaben so zusammenzubündeln, dass die daraus was managen, dass die Prozesse aufsetzen, dass die Abläufe klären, dass die Dinge regeln und dann fühlen die sich stark und dann fühlen die sich kräftig. So, wenn die jetzt mit so einem kreativen, lasst mich in Ruhe, Individualisten wie mit mir eng zusammenarbeiten müssten, wäre schrecklich, wäre für beide sehr, sehr anstrengend. Also anstatt einen mühsamen, faulen Kompromiss auszuhandeln, müsste man sich klar werden, nochmal, wer bist du, wer bin ich, was willst du, was will ich, und dann einen Modus zu finden, wie jeder seinen persönlichen Weg geht. Und dafür muss man genau das machen, was du gesagt hast. Auch mal sich, oder was, eingangs deine Frage, sich abgrenzen, sich zu trauen, anders zu sein. Zu sagen, nein, ich habe keinen Bock auf deinen Elternabend, liebe Lehrerin. Weißt du was, wenn mein Sohn mal in der Schule irgendeinen Mist baut oder so, melde dich, ansonsten ist mir egal und ich werde nicht in der Elternpflegschaft sein. Hier, ich will nicht im Haus in der Eigentümergemeinschaft hier aktiv sein als Kassenwart, weil man das so macht, weil man Pflichten übernimmt oder so. Ich habe anderes zu tun. Und dann ist es auch okay.
Dafür aber braucht es so ein bisschen das Standing, also A, zu wissen, wer man ist, zu merken, was einem Energie gibt und B, dann auch das durchzuziehen. Im Buch habe ich so ein einfaches Modell, das finde ich sehr, sehr schön, also die grundsätzliche Überlegung, viele mögen jetzt zuhören und sagen, boah, weiß nicht, also gibt ja so viele Pflichten in meinem Alltag, ich muss ja das machen und jenes, und, geht ja nicht, man kann ja nicht so einfach. Folgendes Modell, angenommen, es gäbe lauter Klone von dir. Ja, also die Jasmin, wer ist denn alles drin? Der Marc, der Sebastian, der Ralf, alle, die jetzt hier drin sind. Es gibt von euch allen Klone und die können all das, was ihr könnt, genauso gut wie ihr. Die können die Steuererklärung machen, mit Kunden sprechen, mit dem Hund spazieren gehen. Die können, was weiß ich, alles, ja? Management, Team, Meetings und so weiter und so fort. Jetzt pass mal auf. Ihr alle habt von morgens bis abends Pflichten, die ihr zu erledigen habt. Frage. Welche dieser ganzen Pflichten würdet ihr lieber einem Klon delegieren, anstatt selber zu machen? Und zweiter Teil der Frage, welche dieser vielen Pflichten würdet ihr immer lieber selbst machen, anstatt sie einem Klon zu delegieren? Also welche deiner Aufgaben, deiner Pflichten, deiner Arbeit, welche der ganzen Tätigkeiten machst du am liebsten du selbst, obwohl es Arbeit ist? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann merkt man sehr schnell, oh, ich habe ein ganz eigenes Profil. Ich bin ja auf eine bestimmte Art und Weise ich und darf das auch sein. Also beispielsweise viele Leute würden meine Art, mich zu organisieren, für zum Beispiel nicht effizient halten. Warum? Ich mache so verrückte Dinge wie, ich gehe tagsüber mit dem Hund spazieren oder ich mache unter der Woche mal Tage, wo ich überhaupt nichts arbeite oder ich arbeite mal einen Samstag durch. Oder es ist mir auch mal egal, ob am Samstagabend eine Party ist, weil ich keine Lust habe auf die Party, weil ich da jetzt am Schreibtisch sitzen möchte und was arbeiten. Bücher schreiben. Ne? Es gibt viele Leute in meiner Branche, die sagen, schreiben bist du bescheuert, such dir doch einen Ghostwriter. Das frisst ja viel zu viel Zeit. Oder ich fahre gerne selber mit meinem Wohnmobil zum Kunden. Ich mag keine Hotels. Und jetzt sagen mir Leute, bist du bescheuert, wenn du im Wohnmobil fährst? Fliegen ist doch viel schneller. Stefan muss von Köln nach Berlin. Bist du bekloppt? Du kannst doch nicht 6, 7, 8 Stunden im Wohnmobil sitzen. Und nee, ich liebe das. Ne? Und alles andere ist delegiert. Und ich glaube, wenn wir diese Ehrlichkeit haben, uns genau so zu organisieren, das zu tun, was uns Energie gibt und das andere sozusagen an Klone delegieren, dann sind wir sehr stark bei uns. Und aus dieser inneren Quelle, aus diesem inneren Motor kann jetzt unheimlich viel erwachsen. Und das, da möchte ich jedem einen Appell loswerden, sagen, hey Leute, traut euch das, seid da radikal. Ja, ihr müsst ja niemanden schaden dadurch, dass ihr bestimmten Konventionen nicht entspricht. Seid einfach nur echt und seid ihr selbst. Ja, herrlich. Und eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir zumindest die Aufzeichnung dann langsam abrunden. Und zwar, es sind ja ganz viele verschiedene Begriffe gefallen. Also zum einen in der Buchbeschreibung selbst ist ja schon dieses von außen nach innen gerichtet, von innen nach außen gerichtet. Dann hast du vom Schöpfersein gesprochen. Und ganz viele Menschen, auch insbesondere erfolgreiche Menschen, je nachdem, was wir natürlich individuell auch als Erfolg definieren für uns, haben auch diese, ich nenne das jetzt mal diese möglicherweise spirituelle Seite oder etwas, wo sie Momente haben, wo sie eben auch wieder in die innere Mitte finden, sich eine Auszeit zu nehmen oder ähnliches. Wie stehst du dazu? Wie ist so deine Haltung? Wie gehst du damit im Alltag um? Ich nenne das gar nicht spirituell, das ist eine Frage der Achtsamkeit. Oder sag mal so, du kannst auch spirituell sein und glauben, dass du einen bestimmten Zweck oder Sinn erfüllst oder dass deine Seele eine bestimmte Aufgabe hier auf der Welt hat, ohne dass du dich als spirituell bezeichnen musst, weil es einfach zum Selbst, sich selbst spüren dazugehört. Also übrigens auch hierzu gibt es im Buch 2 Kapitel, die sehr tief reingehen. Das eine Kapitel heißt Wunden, Knoten, Süchte, wo man sich diesen, ich sag mal, Schattenseiten von sich selber stellt. Also man im spirituellen Kontext würde man sagen, wir machen da Schattenarbeit. Also was ist da in dir drin, was wehtut, wovor du wegläufst? Ja, warum willst du jetzt erfolgreich sein? Willst du immer noch von Papa und Mama gelobt werden? Oder welche Traumata hast du erlebt?
wo früher mal einen Schmerz erlitten und welchen Konflikten und so weiter stellst du dich nicht. Also wir gehen da sehr stark rein in dieses Thema. Das ist eines meiner Lieblingskapitel. Persönlich finde ich das auch ein bisschen witzig, weil ich damit ein wenig jetzt auch diese therapeutische Klammer in meinem Leben wieder schließe. Also ich komme ja aus der Therapie und ich habe es jahrelang überhaupt nicht gemocht, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ich dachte, ach komm, been there, done it, muss nicht, ich will nicht. Und jetzt in diesem Kontext mit dem Finde dich selbst, finde ich es wieder spannend. Und das zweite Kapitel ist Erweitere dein Bewusstsein. Da geht es um diese Themen Achtsamkeit, Ego runterfahren, wie das geht durch Trance-Techniken, durch Achtsamkeitstechniken, Meditation, aber auch durch psychedelische Substanzen. Das ist ein Thema, was meines Erachtens in den nächsten Jahren sehr stark kommt. Also Psychedelika, das sind LSD, Psilocybin, Mescalin, Ayahuasca, also vielleicht kennen die einen oder anderen etwas. Und das ist total spannend, weil das gab es früher schon mal, vor 50 Jahren. Die alten Hippies, die haben damals alle LSD genommen und haben sozusagen ihr Ego runtergefahren und haben das Verlassen enger gesellschaftlicher Konventionen als so eine Art Lebensaufgabe verstanden. Und das ist ganz interessant, wenn man sich selber wichtig nimmt, ja, dann ist man das Zentrum des eigenen Lebens. Also das ist ja das, was ich einerseits die ganze Zeit sage, finde heraus, wer du bist, aber nicht mit dem Ziel, dass du der Mittelpunkt des Universums bist, sondern wir sind alle eins, wir sind alle irgendwie connected und wir sind alle unterwegs, um aus uns das Beste im Sinne aller zu machen. Und total spannend, also da gibt es mittlerweile auch wieder Wissenschaft, die das belegt. Also auf psychedelischen Reisen, psychedelischen Trips findest du dich selbst, du findest dich plötzlich nicht mehr so unheimlich wichtig, du siehst deine Aufgabe, du siehst, wer du bist und wer du nicht bist, du siehst so ganz viele Wunden, Knoten, Süchte, Traumata, kannst dich dem widmen und kannst die Welt auf einmal anders wahrnehmen. Also diese Psychedelika-Forschung wird in den nächsten Jahren sehr stark an Fahrt aufnehmen und vor allem hilft das extrem bei der Selbstfindung. Also ich habe noch nie so intensive Coaching-Erlebnisse gehabt und auch mit anderen erlebt, wie unter der Einnahme von Psychedelika. Also man kann jetzt ein Buch lesen, warum Ziele Quatsch sind, 288 Seiten, sich innerlich ausrichten. Oder aber du machst eine gut begleitete Psilocybin-Reise mit Magic Mushrooms und hast in ein paar Stunden den gleichen Effekt und spürst plötzlich, wer du bist. Also ich glaube, dass wir, wenn wir wirklich stark bei uns sind und im Alltag es für völlig normal und richtig halten, uns an uns selber zu orientieren, dass wir dann nicht nur uns einen Gefallen tun, sondern allen anderen auch einen Gefallen tun. Und dass das selbstverständlich und logischerweise in jedes Leben hineingehört, dass man weiß, ich orientiere mich an mir selbst, dass man anderen Menschen das auch zugesteht, dass die sich an sich orientieren und dass dann in der Summe alles ziemlich schön ist und gut funktioniert. Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Stefan. Abschließend möchte ich dir gerne nochmal die Gelegenheit geben, ich habe ganz viele Fragen gestellt, aber möglicherweise etwas ausgelassen, was dir persönlich total wichtig ist, was du vielleicht auch auf der Aufzeichnung noch gerne mit drauf haben möchtest, damit die Welt da draußen das hören kann. Gibt es etwas, wo du nochmal kurz darauf eingehen möchtest, was du nochmal mit aufgreifen möchtest, wonach ich noch nicht gefragt habe? Also ich sag mal so, jeder, der jetzt hier zugehört hat, hat unterschiedliche Bereiche, wo man sich schon gut aufgestellt hat, wo man noch nicht so gut aufgestellt ist. Ich möchte einfach jeden einladen, dieses Buch sich zu Gemüte zu führen, warum Ziele Quatsch sind und wie wir sie trotzdem erreichen, die Kraft der inneren Ausrichtung. Weißt du, für mich steckt da mittlerweile Erfahrung drin von ein paar Jahrzehnten. Ich bin das erste Mal in diesen ganzen Psychobereich reingekommen, da war ich 19. Und habe einen Zivildienst im Krankenhaus gemacht und bin da das erste Mal auf einer Psychosomatikstation. Und ich finde das Thema total spannend. Ich habe dann Psychiatrie gemacht, Psychotherapie, Coaching, blablub, die ganzen Jahre hinweg in allen möglichen verschiedenen Bereichen. Und also ich glaube, mir ist mit diesem Buch etwas gelungen, wonach ich viele Jahre, ich habe 25 Bücher geschrieben vorher, wonach ich viele Jahre gesucht habe, so eine Art Rezept fürs Leben. Weißt du, so eine Art, wie passt das alles miteinander zusammen? Wo sind so die Slalomstangen? Wenn wir diese Slalomstangen erwischen im Leben, dann läuft alles gut. Und da sind für viele Leute Slalomstangen dabei, die sagen, okay, kenne ich, habe ich erarbeitet. Aber da sind ab und zu mal Dinger dabei, wo man sagt, wow, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Wow, da kann ich mal hingucken. Und also diese Methoden in dem Buch, mit denen arbeite ich jetzt seit, ich sage mal, in den letzten 10 Jahren sehr intensiv. Und die haben schon sehr vielen Leuten geholfen. Und das ist wirklich, wirklich klasse.
Und das befriedigt mich auch zutiefst. Also das ist super. Und das jetzt in einem Buch zusammengefasst zu haben, Jasmin, das war krass. Ich habe noch nie so intensiv an einem Buch gearbeitet, habe noch nie so lange dafür gebraucht und bin auch noch nie so sehr, so tief und so konsequent abgetaucht wie in diesem Buch. Ich habe mich eigentlich über 4 Monate komplett hier rausgestöpselt, habe ich nie gemacht. Also never, ja, sondern Schreiben war immer so nebenbei. Dieses Dingens ist Real Shit, Stefan Friedrich. Und wer Bock hat auf das, bitte nicht auf einzelne Aspekte dieses Gespräches jetzt hier achten oder auf einzelne Gespräche dieses Buches. Das ist ein Rezept, das ist ein Gesamtrezept. Und ich möchte euch, ich möchte dich, der du gerade zuhörst, einfach einladen. Lies es, bild dir deine Meinung. Und ich würde mich total freuen, wenn du da genauso viel rausziehst wie viele andere Leute. Dankeschön. Ja, mega. Vielen, vielen lieben Dank. Und wir haben ja den Link hier über uns quasi angepinnt. Im Podcast wird das dann auch in der Beschreibung noch mit aufgenommen, sodass ihr auch die Möglichkeit habt, dann einfach drauf zu klicken und euch das zu bestellen. Ich kann es wirklich sehr empfehlen, denn ich kann das total mitfühlen, was du gerade beschrieben hast, lieber Stefan. Es ist wirklich großartig. Es ist einfach sehr auf der einen Seite umfangreich und enthält unglaublich vieles. Und auf der anderen Seite eben auch so viele Methoden, was dem Leser auch den Zugang möglich macht, zu sagen, okay, das eine oder andere probiere ich für mich aus, das eine oder andere ist vielleicht auch nichts für mich. Und hier eben auch wirklich die Sachen auch so ein Stück weit rauszuziehen, auszuprobieren und eigene Erfahrungen auch damit zu sammeln. Deswegen finde ich es großartig. Und ja, ich kann es total nachvollziehen. Darf Ja, ich einen Satz natürlich. sagen? Weil weißt du, was mir extrem wichtig ist? Ich bin so ein Typ, ich muss die Dinge mal erst ausprobieren. Ja, also wenn ich über Business spreche oder coache oder so, ja, mein Gott, weißt du, wir haben mal 130 Mitarbeiter gehabt, waren mal beste Arbeitgeber Deutschlands. Wir haben, weißt du, so, ich spreche über Finanzen, ja, ich habe Geld verdient. Ich spreche über Körper, über Gesundheit. Hey, ich bin Arzt. Ich hatte mal eine Gesundheitssendung im Fernsehen. So, mir geht's bei dem, was ich tue, darum, dass ich tatsächliche echte Erfahrungen im echten Leben vermitteln möchte. Und das ist das, was mich seit Jahren eigentlich antreibt. Ich will nicht nur sagen, ich schreibe über Erfolg oder ich coache Erfolg und ich reihe Sprüche aneinander, sondern das ist mir ein tiefes inneres Bedürfnis, das alles zu testen und alles auszuprobieren und dann im Prinzip so eine Art Erfahrungsbericht zu machen. Das ist das, was mir gefällt. Ja, da bin ich eigentlich wie so ein Journalist, der sich durchs Leben wurstelt und sagt, oh, guck mal, jetzt habe ich das Projekt und das und das und das und das habe ich daraus gelernt. Und das treibt mich zutiefst an. Und das ist etwas, was, also ich könnte es nicht anders machen. Ja, deswegen habe ich auch in den letzten Jahren so viele unterschiedliche Dinge gemacht, weil mich einfach, wenn mich was interessiert, muss ich das ausprobieren. Aber dann kann ich auch valide darüber schreiben. Und ich hätte ein schlechtes Gefühl. Also ich könnte jetzt nicht so leidenschaftlich über dieses Buch sprechen, wenn ich sage, ja, ich habe mir hier mal 3 Bücher durchgelesen und ja, da steht das und das drin und das tue ich mal in mein Buch rein. Sondern das ist, ich glaube, das ist dieses Feuer, was hoffentlich, das ist meine innere Kompassnadel, was hoffentlich nie aufhört, weil es das eigentlich ist, worum es mir geht. Ein Mega-Abschlusswort. Vielen, vielen lieben Dank. Das war Dr. Stefan Friedrich mit Warum Ziele Quatsch sind und wie wir sie trotzdem erreichen. Die Kraft der inneren Ausrichtung als Gast bei unserem Autorenfrühstück.